Also ich muss ja wirklich sagen, was mir immer wieder Freude bereitet auf TikTok, sind eure Kommentare. Also teilweise sind da schon echt schräge Kommentare bei. Wir haben uns jetzt mal so ein Best-of rausgesucht und die werden jetzt beantwortet. Einfach SV Eilendorf. Ja, kompliziert. SV Eilendorf geht ja nicht, ne? Nee, es ist einfach SV Eilendorf. SV Eilendorf ist ein Fußballverein, da spiele ich Fußball. Scheinbar ist das für viele eine große Verwunderung in den Kommentaren. Ich stelle es immer wieder fest, wenn ich ein Trikot oder so davon trage. Ich spiele mal SV Eilendorf Fußball, ja. Welches Fahrrad hast du? Ein Cube Race Pro habe ich mir ganz frisch gekauft, weil alles wurde ja geklaut. In Köln wird einem ja alles unterm Hintern weggeklaut. Und genau, damit fahre ich jetzt ein Gravelbike. Ich bin sehr froh, dass ich es bekommen habe. Aktuell kämpfe ich mit einer Luftproblematik. Der Reifen verliert die ganze Luft. Ich habe den Nachbarn im Verdacht. Und ja. Welchen Schulabschluss braucht man für den Beruf des Rettungssanitäters? Oh, das ist nicht so leicht zu beantworten. Für die Ausbildung zum Notfallsanitäter benötigt man auf jeden Fall mindestens einen Realschulabschluss. Man kann allerdings auch mit einem Hauptschulabschluss und einer anschließenden mindestens zweijährigen Lehre die Ausbildung zum Notfallsanitäter beginnen. Für den Rettungssanitäter reicht der Hauptschulabschluss. Merkt man am Puls auch, dass man einen Crush auf den Rettungssanitäter hat? Das kommt jetzt ganz drauf an. Wenn der Puls erst ansteigt, wenn man den Rettungssanitäter sieht, dann ja. Wenn er die ganze Zeit hoch war und deshalb der Rettungssanitäter kommt, dann wahrscheinlich nicht. Was brauche ich, um in den Rettungsdienst zu kommen? Ganz lustig, diese Frage habe ich tatsächlich schon mal gesehen und da antwortet dann jemand anders drauf, du brauchst bla 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 und ein polizeiliches Führungszeugnis. Und daraufhin schrieb die Person dann, aber ich will doch nicht zur Polizei, ich will den Rettungsdienst. Ja, das war's mit dem heutigen etwas verrückteren TikTok-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr Lust habt auf ein paar zwei, schreibt es gerne in die Kommentare. Like das Video, teilt das Video und dann sehen wir uns schon beim nächsten Video. Video, Video, Video.